Sehr was die Malen und grüß euch, die Buben. Ja, ich bin wieder mal ein bisschen unterwegs. Es wurde Regen angesagt. Es ist auch schon 15 Uhr und ich will eigentlich nur in meiner Nähe vom Hausberg ein bisschen in den Wald abgleiten. Vielleicht findet man noch das ein oder andere Schwammerl. Mal schauen, und wenn nicht, macht's auch nichts. Also schauen wir wieder mal. Ich glaube zwar nicht, dass ich da heute viel Glück haben werde. Ein Schwammerl suchen geht man in der Früh, aber egal, man schaut halt einmal durch. Ja, in dem Gebiet war ich früher schon einmal. Da ist diese geile Wand hier. Ja, ob es hier wirklich Schwammerl gibt, kann ich gar nicht sagen. Keine Ahnung, aber die Gegend hier ist urgeil. Ja, da möchte ich sowieso wieder runterschauen. Schauen, ob es da unten was Neues gibt. Weil es einfach nur geil ist, die Gegend. Ja, schaut schon recht beeindruckend aus. Also diese Löswand sowieso immer wieder vom Feinsten. Ja, aber bevor ich da jetzt runtergehe, werde ich hier noch ein bisschen den Wald durchstruten, um da nicht irgendwo ein Schwammerl finden. Ja, wenn nicht, haben wir ein Pech, es ist egal, ich habe mal Bialetti dabei, dann mache ich mir da unten einen gemütlichen Kaffee. Ja, dürfte wirklich nicht so der richtige Schwammerlwald sein. Ich kann auch hier absolut kein Schwammerl riechen, normal hat man einen gewissen Geruch von den Kerlen, aber hier absolut tote Hose. Ja, bin ich ja schon gewohnt, wenn ich auf Schwammerlsuche bin. Ja, ich habe da gerade was am Boden gefunden. Keine Ahnung, so was habe ich überhaupt noch nie gesehen. Hohl. Auch ziemlich leicht. Tja. Keine Ahnung, was das sein sollte. Ah, lassen wir es lieber am Boden liegen. Ah, ist schon geil da. Ja, die Gelsen sind etwas segant, aber ich habe mich eh eingesprüht und von daher ist mir wurscht. Weiter. Ja, jetzt kommen wir auf den Hügel herauf. Da geht es ganz schön runter. Ja, sieht man sicher auf der Kamera nicht, aber macht nichts. Ich weiß, dass steil ist. Aber irgendwo müssen wir da auch wieder runter. Ja, Freunde, wie man hier sehen kann, wird mir der Durchgang wieder extrem verschwert. Also ich versuche den da mal zum Passieren. Also ihr seht, es ist nicht einfach. Aber für euch habe ich natürlich keine Mühen und Kosten gescheut und habe das Hindernis überwältigt. Achso, die Kamera muss ich auch noch holen. Ja, Freunde, wie man sehen kann, findet man da einmal absolut kein einziges Schwammerl. Da ist tote Hose. Aber dafür extrem geile Gegend. Ich zeige euch das gleich mal näher. Ja, mit näher zeigen ist leider nichts, da ich heute meine Actioncam nicht dabei habe. Aber ich glaube, man kann sich vorstellen, wie extrem geil das hier ist. Hier ist diese Lösteil, den zeige ich euch gleich noch einmal näher. Und da glaubt man wirklich, da ist man in einem Dschungel. Das ist absolut spitzenmäßig. Immer wieder sehenswert.
Ja, und jetzt zeige ich euch, dass das eigentlich nicht wirklich hart ist, das Ganze. Gehen wir mal her zur Wand. Ja, und das kann man richtig rausschauen. Oh, da kugelt noch eine alte Birke herum. Ja, da können wir dann einmal testen, ob man auch mit einer alten Birke noch ein Feuerchen machen kann. Da kann nicht viel passieren, es ist alles klatschnass. Aber jetzt, da denke ich mal, habe ich mir ein Käfchen verdient. Und ich finde, der Platz ist da ideal. Also, Käfchen, los geht's. Ja, und heute habe ich auch kein Stativ dabei, nur so ein kleines Dreibein. Da machen wir natürlich was für den Boden, dass wir höher sind. Da nützt so ein Ast, der hier herumgekugelt ist, natürlich schon. Da kann man schön die Kamera drauf hängen. Ja, und dazu haben wir den einfach ein bisschen in den Boden hinein. Der braucht ja nicht viel halten. Und da kann ich schon die Cam super montieren, passt. Ja, es ist wieder soweit. Das Käfchen schreit nach mir. So, drauf. Und dann warten wir, bis das fertig ist. Ja, in der Zwischenzeit werden wir noch einen Löffel schnitzen, einen kleinen, den habe ich auch nicht mit. Da ist ein abgestorbener Nass da. Das reicht ja vollkommen. Ja, Freunde, mein Käfchen ist wieder mal fertig. Und mein allseits erwähnter Großer, meine Krankensessel, denn das sind die Ärmsten unter uns. Prost an euch und dann an alle anderen natürlich auch. Prost, Freunde. Ja, jetzt probiere ich noch aus der feuchten alten Rinde von der Birke, ob da nicht doch ein Feuerchen zum Machen ist, weil ich sage meistens, die nasse Rinde funktioniert nicht. Ich glaube, das funktioniert sicher. Ja, hier, das ist wirklich alles Marsch, Glitschnässel. Also, ich glaube, Nässe geht's nicht mehr. Und das Stickel nehme ich jetzt und das probieren wir mal. Ja, das Stück habe ich da jetzt. So. Und da werden wir jetzt probieren, ob wir da was zusammenbringen. Aber so nass schaut das eigentlich gar nicht aus. Ja, Vorbereitung ist das halbe Leben. Und jetzt schauen wir mal, was wir sehen. Ja, und man sieht, es brennt ja doch. Also, es ist noch alles eine Sache der Ruhe und Überlegenheit. Ein bisschen mehr abschauen und dann funktioniert es. So, aber das war schon wieder mit der Vorführung. Ja, das war's einmal wieder. Und jetzt packen wir eigentlich wieder zusammen. So, passt. Gehen wir. Oh, hier sind überall kleine Löcher, kleine Behausungen. Keine Ahnung, wer da wohnt. Da hinten auch und da sogar noch ein größeres, glaube ich. Ja, das ist schon relativ groß. Fuchs, Dachs, keine Ahnung. Egal, ich will da nicht weiter stören. Ja, weiter geht's. Ja, Leute, es geht schon langsam wieder retour. Ich habe nur mehr
ein paar hundert Meter bis zum Weg. Ja, Schwammerl war nichts, aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Es ist bereits kurz vor 17 Uhr. Also sowieso Zeit zum Heimgehen. Morgen heißt es wieder Arbeit. Ja, was soll's. Ist halt so im Leben. Ja, war trotzdem absolut top. Dann werde ich mir die Schwammerl quasi beim Lidl oder beim Hofer oder Aldi, wie er bei euch heißt, kaufen. Ja, darf ich vorstellen, das glänzende Blatt. Hier auch noch eine Spinnweben in der Sonne. Extrem super schaut es aus. Ja, Freunde, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder am Weg heraus. Den kennt ihr schon von heraufgehen. Da wird jetzt nichts mehr besonders sein. Ich melde mich dann beim Auto noch einmal. Ja, Freunde, das war's wieder von der Tour. Ich kann nur wieder mal Danke sagen, dass ihr dabei wart. Hat mir sehr gefreut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und viert euch die Burm.